Moin Leute, herzlich willkommen jetzt auch real aus im neuen Jahr zu einer brandneuen Live-Session auf dem wunderschönen Roleplay Das Goldene Leben mit mir, mit Wanfried Weidemann alias Gold Dragon. Und es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr jetzt auch auf YouTube einschaltet, euch die neue Folge anschaut. Auch wenn natürlich schon einige Folgen im neuen Jahr erschienen sind. An dieser Stelle auch nochmal für euch jetzt offiziell von uns allen vom Gold Dragon Team ein frohes, gesundes, glückliches, erfolgreiches neues Jahr 2024. Wir sind leider aufgrund dieser vielen Stream-Marathons und vielen, vielen Folgen einfach drüber hängen geblieben, wann genau wir diese Folge X erreicht haben, wo es dann im neuen Jahr die erste Folge im neuen Jahr war. Ich rede schon wieder schneller als das, ja, egal. Genau. So, wir sind insgesamt heute aktuell nach jetzigem Stand mit 10 Leuten anwesend. Es kommen im Laufe des Nachmittags, da wir heute einen Live-Marathon machen, noch ein paar Leute dazu. Leider noch nicht dabei ist der Henry, Henry Baker, der Rainer Herkologe und die liebe Luna Sommerwein, genauso wie unsere zwei Neuzugänge, die auch noch auf sich warten lassen. Und Jo Weidemann, guten Abend. Hallo Herr Weidemann, der Herr Walter hier. Ja, Herr Walter, schönen guten Abend, was gibt's? Und zwar würde ich fragen, ich stehe ja jetzt noch hier an dem Unfallort und da wollte ich fragen, ob ich Ihnen den Traktor und den LKW hochbringen soll, kann. Herr Walter, lass uns das mal alles so stehen, wie es da steckt. Weil die Verletzten ja noch nicht behandelt worden sind. Wir können ja die zwei nachher nicht da unten allein stehen lassen. Na, das stimmt. Ne, gut, dann warte ich hier oder kommen wir hochgelaufen. Haben Sie vielleicht noch Arbeit für mich? Jetzt aktuell müsste ich mal geschwind noch mit dem Herrn Bürgermeister telefonieren und dann kann die einer da mehr sagen. Okay, dann laufe ich schon mal geschmeidig zu Ihrem Hof hoch. Ja, machen Sie das, gell? Alles klar. Gut, bis dahin. Für Gott. Genau, jetzt müssen wir erst einmal schnell den Herrn Bürgermeister anrufen. Da das schon das nachfragen. Hey, Leben! Ja, Weidemann, grüß Gott, Herr Bürgermeister. Ja, hallo Herr Bürger, Herr Weidemann. Oh, ich der Herr Bürgermeister, oh, ja, da wäre ich aber erfolgreich gewesen, du. Ja, bin ich ja. Ja, genau. Passen Sie auf, Herr Bürgermeister. Ich wollte mich eigentlich bloß erkundigen, ob das mit unserem Vertrag, den wir da aufgesetzt haben, bezüglich den Fabriken, ob das vom zuständigen Amt schon durchgewunken ist. Ja, ich bin gerade bei mir in meinem Büro. Warten Sie kurz, ich schaue kurz nach. Mit ihren Fabriken. So, da habe ich das soweit. Ja, das sieht gut aus. Das passt. Okay. Haben die, wie machen wir es denn? Die Summe hat man ja schon abgesprochen, gell? Genau, das war 922.500. Richtig, genau. Ja, die würde ich Ihnen denn jetzt gleich überweisen. Alles klar, dann machen wir das so und dann danke ich Ihnen vielmals. Ja, ja, kein Problem. Und wenn ich dann wieder einer von den Fabriken brauchen würde, dann würde ich mir vorbei einen melden. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir da ein Gutachten erstellen für die jeweilige Produktion bzw. Fabrik, weil die sind ja auch schon alle ein paar Tage älter. Ja, eben, genau. Aber das mache ich, da melde ich mich dann rechtzeitig nochmal, gell? Ja. Alles klar, Herr Bürgermeister, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ja, Geld kommt in ein paar Sekunden. Super, vielen herzlichen Dank. So,
Geld ist raus. Jo, ist eingegangen. Vielen Dank, Herr Bürgermeister, und einen schönen Abend noch, gell? Ja, wünsche ich Ihnen auch, danke. Danke, Wiederschauen. Ja, tschüss. So, meine Lieben. Ihr werdet euch beide mal anrufen. Ja, Himmlerschaftszeit. Nee, was ist denn heute los? Ist schon mal im Callcenter hier. Ja, Weidemann. Ja, servus, Mann, ich will helfen, Franz. Hallo, ja, kein Hab, der, ja, du fisch mir auch noch. Du hast schon lange nichts mehr gehört. Du, ja, wollte ich mal fragen, wie es mit meinen Dingen ausschaut. Das mit dir, mit den Ballen ist alles gut gegangen, oder? Die hast du bekommen. Die Baumwolle. Oder? Pass auf, bei den Baumwollbäumen war es so, dass die hat dort der Heini da vom LU da, der hat die direkt in die in die Fabriken eingeschmissen und die war aber nicht da, da hast du direkt das, der hat das direkt verrechnet. Ja, man denkt, ja, weil ich die Kohle schon bekommen habe. Richtig. Also passt das so, oder wie machen wir, ja, lassen wir das so? Das Material ist ja fort, also was soll ich machen? Ne? Ja, dann lassen wir das so, da bin ich froh. Dann passt es. Jetzt hätte ich noch eine andere Frage. Ja. Ich hätte noch ein bisschen Sorghumhirse zu verkaufen. Sorghumhirse? Ja, 30.000 Liter. Ja, was hätte ich denn dafür bekommen? Ja, lass mal schön schauen, Moment. Sorghumhirse. 30.000 hast du gesagt? Ja. Jetzt pass auf, so gut, okay. Sorghumhirse. Sorghumhirse, können die dir machen? Neununddreißig? Ja. Ja, würde das so 30.000 Liter verkaufen, wenn das passt. 30.000, ja, pass auf, ich schreib's mal geschwind auf. Dass ich dann, ich muss geschwind schauen, wo ich das dann, wo man das dann, hinliefern darf. Und dann werde ich mich gleich nochmal melden bei dir. Ja, oder ich schaue jetzt noch, dass ich einen Anhänger herkriege und schaue, wie viel ich da drin im Platz habe. Aber so um die 30.000 Liter, würde ich sagen. Ja, also 30 sind noch, 30 sind 32 auch sein oder so, wahrscheinlich. Ja, ich schaue schon mal und dann sagst du mir nochmal Bescheid. Ja, passt, super. Ja, Mann, alles klar. So. Ja, bis dann. Servus, dabei. Ja, servus. So. Genau, jetzt mal kurz für euch, meine Lieben. Ihr werdet gerade euch denken, warum kriegt jetzt der Unternehmer auf einen Schlag 900.000 Euro? Ich habe mich mit dem Bürgermeister zusammengesetzt und haben einen Vertrag, einen Überlassungsvertrag ausgearbeitet, wo ich all die Fabriken, die wir jetzt am Anfang noch nicht zwingend betreiben müssen, schrägstrich können, weil wir eben auf jeder Fabrik, auf jeder Produktionsstätte Europaletten und Gedöns brauchen, haben wir die ganzen Fabriken abgegeben, bis auf Weiteres, erstmal an den Bürgermeister. Der verwaltet die jetzt so gesehen für sich, hat die jetzt erstmal unter seiner Obhut. Und hab dafür praktisch den entsprechenden Gegenwert für die gesamten Fabriken, habe ich jetzt praktisch als Bargeld ausbezahlt bekommen, in Form von einem Scheck. Weil ein Unternehmer mit 6.000 Euro, sorry, ich muss ja Material ankaufen, ich muss gucken, machen, tun. Das wird ja von Haus aus nicht einfacher. So. Und zum anderen müssen wir jetzt auch mal schauen, ob wir hier schon sehen können auf unserer Preisliste. Hallo. Ob die Grüße Sie, Herr Walter, warten Sie noch ganz kurz, bitteschön. Gut, da sehen wir noch keine Preise. Gut, das müssten wir, also die Verkaufsstation müssten wir dann auch noch aufstehen, okay. Gut. Herr Walter. Jetzt muss ich bloß noch schnell mal. Wissen Sie, war so lange im Urlaub, da kein Überblick mehr, das ist Katastrophe. Ja, das glaube ich. So, jetzt muss ich da mal schön schauen. Es war abgeerntet. Okay. Jetzt passen zu, Herr Walter, am Fade 139, das ist gleich neben meinem Hof.
Steckt Fahrzeugspann, mit dem sägen Sie doch bitteschön Baumwolle aus. Ja, kann ich machen. Super, ich danke Ihnen bis. Und falls Sie nicht in das Fahrzeug reinkommen, müssen Sie beim Herrn Tesch mal nach dem Ersatzschlüssel fragen, bitteschön. Ja, mache ich. Alles okay, danke schön. Jo, bis dann. Bis denn. Ja, und da drüben steht die liebe Frau Katalea von Love, die aber sich da wohl gerade ein bisschen umschaut. Gut, na, wie gesagt, also wir haben da dann diese Überlassungserklärung gemacht. Ja, eben wie gesagt, weil eben halt einiges noch zum Erledigen ist. Ich muss jetzt bloß schon schauen. Und was ich euch auch sagen kann, ist, wir haben hier hinten eine kleine Überraschung vorbereitet für den Henry. Mehr sage ich dazu aber noch nicht. Sag mal, ich hatte nur den einen Trecker jetzt, und das ist der Frontlader, den der Herr Walter da am Unfallort stehen hat. Ja. Ja, grüß Gott. Ja, Frau van Love, Sie sind auch wieder da. Ja, nach der langen Reise und den ganzen Strapazen habe ich es doch wieder zurückgeschafft. Ja, das freut mich aber. Gott sei Dank gut. Ja, naja, ich dachte, ich schaue mal überall rum, gucke, was sich so getan hat, was sich bis jetzt so verändert hat und sag mal so jedem Bescheid, so, der mich kennt und den man sich so versteht, dass ich wieder da bin, dass ich überall Läden gefragt werden muss. Ja, na, mich freut es auf alle Fälle, dass Sie wieder da sind, gell? Ja. Ich habe auch ein schickes neues Pferd, haben Sie es schon gesehen? Ja, eine schöne Simmen, ne? Na, genau. Na ja, wunderschön, wunderschön. Genau. Ja. Ich wollte nur Bescheid sagen. Ja, das freut mich sehr. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ja. Ihr... Jetzt weiß ich gar nicht, war das jetzt Ihr Mann oder war es Ihr Lebensgefährte, der Herr Walter? Das war Lebensgefährte. Ja, genau. Der ist ja gerade nebenan an meinem Väter am Aussehen. Okay, das ist gut zu wissen. Kann ich hier vielleicht mal vorbeigucken? Ja, der darf gerade Baumwolle aussehen. Ah, oh, Baumwolle. Bin ich ja sehr froh darum, dass wir die wieder sieht, dass ich die gute, das gute Stück wieder da haben. Oh, Entschuldigung, Frau van Love, mein Telefon. Ja, Weidemann. Hallo, Herr Weidemann, Herr Walter hier. Ja, sagen Sie mal, Herr Walter, haben Sie sich abgesprochen? Nein, habe ich nicht. Warum? Mit wem? Ja, weil Ihr Lebensgefährtin steht gerade mir gegenüber. Oh, die ist wohl wieder da. Ja, ich habe mich auch gerade überrascht, dass jetzt mal da gestanden ist. Aber ja, sie ist wieder da und hat ein schönes Gefährt mit dabei. Okay, weil ich wusste von nichts. Ja, sehen Sie mal, ich auch nicht. Folgendes Problem. Das ist ja hier eine Einsekundenmaschine, es funktioniert nicht auf Stoppe, muss gekuppert werden. Ja, okay. Haben Sie sowas? Das fragen Sie mir was. Nein, natürlich nicht. Oder könnten Sie einen Grupper organisieren? Ja, organisiert kriege ich auf alle Fälle. Müsste bloß noch geschwind mit dem Herrn Tesch telefonieren. Ja, dann würde ich diese Maschine hier stehen lassen und würde den holen. Ja, dann machen Sie sich schon mal am Weg. Oh, kommen Sie mal bei mir vorbei, dann können Sie mal schon mit Ihrer Lebensgefährtin reden, haben Sie ja lange nicht mehr gesehen.
Das stimmt, das stimmt. Und ich telefoniere der Zwischenzeit mit dem Herrn Desch. Okay, so, machen wir's. Alles klar, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Ja, ja, so, Frau van Laaf, jetzt kommt der Herr Walter, kommt jetzt gleich um hier. Ach du Herrgott. Ja, war ganz überrascht, dass Sie jetzt doch wieder im Lande sind, gell? Ja, ich hab für alle eine Überraschung gemacht. Ja. So ist doch die Wiedersehensfreude größer, wenn man nicht weiß, wann die Frau wieder da ist. So. Ah, da kommt er ja schon. Okay. Da bin ich aber auch, wie lange die jetzt nicht mehr haben. Haben Sie so keinen Hof? Fahrgrenze, so geschwindigkeitsmäßig? Na, solange es noch nicht so viel ist hier mit Maschinen, geht es schon. Okay, okay. Hallo, das war nicht so schnell, das war Schrittgeschwindigkeit. Ich lass euch zweimal allein, muss ich schon telefonieren, gell? Okay, bis gleich. Bis gleich. Gibt's da was zum Kombinieren oder was, Severin? Weißt du da was, ich nicht weiß? So, müssen wir mal den Herrn Desch anrufen hier. Wow. So, ich würde da. Überleg mir so, da geh du mal ins Telefon da, weißt du, weil. Desch und Apparat, was gar nicht, was ich tun? Ihr Ende des Vertrauens? Ich bin voll krass, weil. Der Mann, grüß einer. Was ist das? Herr Desch? Ja, Herr Weidemann. So. Ja, Weidemann, grüß einer. Ja, morgen. Sind wir gut rumgerutscht? Ja, natürlich, aber schön rumgerutscht. Wunderprächtig. Sie passen es auf. Ich brauche halt was. Was brauchst du denn so Schönes? Ich brauche halt, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob da irgendwas im Angebot ist. Ja, passen Sie mal auf. Folgendes. Ich hätte gerne aus Ihrer Rabattaktion. Mhm. Den kleinen Glaskaffee. Mhm. Jetzt muss ich bloß schauen, geschwind, ob der. Ja, und zwar der, die den Kaffee mit da als 660er. Jo. Mit Michelin. Standard oder? Na. Auch wenn es jetzt echt Vergewaltigung aussieht, aber den brauche ich mit Pflegebereifung. Jo. Ah, geht ja sogar fit. Mit Pflegebereifung. Dachte, das ist schon so, aus. Frontladeranbau, ne, der von Glas, der bringt noch nichts. Oder haben Sie da das passende Gegenstück dazu? Gerade aktuell nicht, ne. Gut, ne, dann ohne. Kamerasystem? Kamerasystem. Na, brauche ich nicht. Isaria und Brachio brauchen wir. GPS nein. Okay. Ich geh nochmal durch. Ja. Motorausführung 660, Michelin, Pflegebereifung. Frontladeranbau nein. Kamerasystem nein. Isaria Pro Compact ja. GPS nein und Kennzeichen jetzt. Genau, Kennzeichen, da müsste ich schon schauen, Moment. Das war Typ. 2. Richtig. Genau, also A wie Augsburg. AMW. Richtig, 2492. 2492? Richtig. 24. 92, alles klärchen. Gut. So, und dann. Warte, einen Moment. 92. Okay. Lass mir kurz nochmal den Preis aufschreiben. So, ja. Was kommt noch dazu? Ja, Moment. Muss ich schon schauen. Was ist jetzt der Unterschied? Herr Desch, eine Frage.
Worin besteht denn der Unterschied zwischen bei den Grubbern zwischen dem Frankwet Kombigem und dem Frankwet Bisch? Frankwet. Muss ich nur kurz finden. Also welchen nochmal? Ja, die zwei Frankwet. Achso. Gute Frage, nächste Frage. Außer dass der eine teurer ist und mehr BHS bracht. Ja, das, deine wiegt einfach mehr. Ja gut, okay, kennst du mit dem anderen, kennst du mit dem teurer. Ja, telefoniert immer noch. Zwei Minuten. Na, passen Sie auf, dann werde ich da den günstigeren nehmen. Ja. Also, der eine hat einen Spurlockerer. Also der teuren. Kann man einen Spurlockerer holen oder nicht? Na, brauch ich nicht. Nehmen wir den normalen, den normalen Gruber da mit Heckanbau, bitteschön. Okay, alles klar. Den schreibe ich mir nochmal kurz auf. Gut, brauchen Sie sonst noch was? Brauche ich sonst noch was? Lass uns mich schon überlegen. Ja, passen Sie auf, ich habe da noch was anderes. Und zwar, ich habe da eben ersteigert im Internet. Und haben da Schnäppchen gemacht, dachte ich zumindest, aber das Ding, das ist, naja. Wenn Sie dann mal Zeit haben, könnten Sie mir die zwei Sachen, die ich bestellt habe, vielleicht geschwind zu mir am Hof bringen. Könnte ich mal gleich gucken, jo. Dann könnten Sie sich nämlich mal Schnäppchen mal schön ausschauen, ob man da irgendwas retten kann. Gut, alles gleich, dann machen wir es am besten so. Alles klar, Herr Tesch, dann bis gleich, gell? Jo, bis gleich, tschüss. Jo, tschüss. So. So, da bin ich wieder. Alle im Schweigen hier. Herr Weidemann. Ja, Herr Stoi, wo kommen Sie daher? Ja, ich hab da. Bin da in Ihre Leitung gewesen. Ich glaube, Sie haben mir auf Hold On gedrückt. Ja, das kann gut sein. Ja, ich bin auch da. Ist das so ein Ding? Ist das so ein Ding vorher, ne? Ne, warum? Also sind Sie am Hof, okay, na passt. Dann rufe ich, ja. Ruf ich vielleicht später nochmal, ja, dann ist es in Ordnung. Verstanden. Sie können ruhig dranbleiben, da ja Weidemann wollte mir bestimmt nur sagen, wo ich einen Krupper herbekomme. Richtig, aber jetzt passen Sie auf, der Herr Tesch macht das alles fertig und kommt dann hier vorbei mit dem Gerät. Weil er sich dann noch was ausschauen muss bei mir am Hof und dann könnten sie es von hier dann gleich mitnehmen. Das klingt gut und vielleicht hat er ja die Zeit, das einzuplanen, dass ich das schnell grubbern kann und kann es wieder mitnehmen. Ja, ich glaube nicht, dass so lange wird er nicht Zeit haben, aber schauen wir mal. Okay, was haben Sie denn für einen Grubber organisiert? Ein kleiner, weil ich muss jetzt schauen, ich habe zwar gerade ein bisschen Geld bekommen, aber das muss man ja nicht damit beide Hände wieder auszuschmeißen, gell? Das ist richtig. Schöner kleiner Schnuckliger und dann, genau. Ja, aber nicht hier mit 2,5 Meter oder so. Na, so klein nicht, aber. Ist heute kleiner, ne? Also 4 Meter hat er, aber mehr ging nicht, weil der Traktor, den ich dazu gekauft habe, der hat leider nicht mehr Bums. Weil, wie gesagt, Geld ist gerade ein bisschen knapp, weil bei mir hat die Versicherung auch noch nicht zahlt. Na, alles gut. Gut. Ja, ich warte ja auch noch auf Geld von der Versicherung. Ja, von daher wissen wir schon. Gut, dann dürfen Sie gern, wenn Sie mögen, unter meiner Veranda sitzen, einen Kaffee trinken, steht noch da, müsste noch frisch sein. Ja, da stelle ich einen Traktor an die Seite. Vielleicht hat ja meine Lebensgefährtin Lust mitzukommen. Ja. Na, ich werde erstmal bei den anderen gucken. Mal sagen, Bescheid sagen, was ich da bin. Ja. Na, hat mir auf alle Fälle gefreut, Frau von Lauf. Ja, mich auch, Herr Weidemann. Vielleicht sieht man sich ja die Tage mal wieder. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Dann passen sie aber auf beim Fahren und gell, denken sie trau immer schön daheim aufsitzen, gell? Na, immer, immer. Sehr gut. Ja, ebenso. Für gut. Aber meine Lieben, damit sind wir auch am Ende der ersten Folge angekommen. Und ja, schön, dass die Frau van Laaf wieder da ist. Freut mich. Und ihr dürft mir gerne, gerade auf Twitch im Livestream, ihr dürft mir gerne mal schreiben. Ich fand, man hat sie jetzt echt gut verstanden im Vergleich zur allerersten Folge, wo sie mal mit irgendwelchen Handykopfhörern, glaube ich, drin war. Also das war recht angenehm. Genau. Und genau, wir warten jetzt hier also dann, bis uns der liebe Udo unseren kleinen schnuckligen Glastraktor bringt mit dem kleinen Mini-Grubber dran. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß jetzt beim Zuschauen, wie wir hier im RP nach der langen Winterpause, und sagen an der Stelle danke fürs Einschalten und auch bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.